wir können ja was dazu erzählen, was wir uns überhaupt gedacht haben dabei. Ne? Wir haben uns gedacht, wir spielen beide gerne Minecraft und waren ja auf dem Juk 3 zusammen. Und da ging es ja größtenteils um Let's Plays. Ja, also sehr, sehr viel ging es da um Games. Und da haben wir uns gedacht, da versuchen wir uns mal dran. Und wollten das aber, also wir spielen jetzt hier in dieser Welt, die auch von anderen bevölkert ist. Und wir gucken mal, was passiert. Dabei ist uns natürlich auch bewusst, dass es schon ungefähr 12 Millionen Minecraft-Channels gibt. Oh ja. Aber es geht dann ja, die haben ja nicht uns. Also wir sind so quasi das Highlight der ganzen Geschichte, oder sollen das Highlight werden der ganzen Geschichte. Wir sollen das Highlight der Geschichte werden. Und ach, vor allen Dingen für Leute, die es noch nicht so gespielt haben. Manchmal ist ja schön, auch einfach nur zwei Dummköppen zuzuhören, was sie so erzählen, was sie so machen. Und nebenher kocht man Kaffee oder... Oh, scheiße, ich habe die Kanne nicht geholt. Also so in der Richtung. Ja, ich habe noch einen kalten Kaffee hier stehen, das ist auch nicht schön. Also hier ist gleich erstmal ein Behilfsdreckhaufen, damit wir nicht weinen müssen. Wofür wir dann aber auch nicht so wirklich ein Bett haben, oder? Nee, stimmt. Das habe ich jetzt vergessen. Das ist schlecht. Aber okay, ich habe eine Schere, glaube ich, dabei. Schere ich ein paar Schafe. Und dann werde ich die Wolle... Hi. Hallo. Eine Axt für dich? Gleich. Das ist das nur so, hallo. Schaufel. Muss ich mal umdrehen, siehst du das? Hui! Ich habe sogar Schaufel in der Hand gehabt. Siehst du das? So, jetzt baue ich mal hier schon mal die Basics hin, damit wir hier nicht vollkommen verkacken. So, du baust jetzt also das, soll ich dir was helfen? Nö. Also ich baue jetzt, nur erstmal. Ja, ich gut allein zurecht, ne? Mit meiner kleinen Schwester zusammen. Okay. Und daher weiß ich schon ein bisschen, wie das spielt. Ich werde hier drüben mal die Bäume loswerden. Eigentlich eine Schande. Ich baue ja eigentlich immer, also generell, ne? Erstmal eine Schande. So, ich brenne. Was hast du denn jetzt gemacht? Du sollst hier keinen Waldbrand machen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder ich fäll die Bäume oder. Ja, dann ist ja deine Seite schon mal geklärt. Das ist ja schön. Ich habe die nicht brennende Seite, du hast die brennende Seite. Ja, wenn du so wohnen möchtest, okay. Ja, ich. Also die Bäume fackeln jetzt so ein bisschen ab und ich... leg mich daneben und warte ab. Ich guck mal... Nee, was eine Schande ist, ich bin immer zu faul, mir eine Schippe zu machen. Dabei ist eine Schippe ja total super. Und ich mach das immer nicht. Ja. Ich bin immer so, das dauert so lange und dann... Eine Schippe machen dauert so lange. Sagt man das bei euch auch? Schippe ziehen? Also, nee, Flunsch meinst du? Auch wieder nicht. Obwohl... Nee. Schippe ist unter Lippe raus. So ein hessisches, Mundratbeding. So, kann ich auch nicht. Alter, wer die brennt ja. Ja, ich wurde ja infiziert. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass mein Norddeutsch schon so ein bisschen verhunzt wurde durch... Die nicht durch Babbeln, also das wäre zu viel jetzt gesagt, aber... Durch so... Durch was bitte? Hessisch Mundart Babbeln, so. Das kennst du doch. Naja, ich kenne Markus Babbel. So in etwa. So, bei dir brennt noch immer schön, ja? Schön. Schön. Kommst du ran, ich sehe. Das ist in Ordnung. Das haben die Aborigines auch schon gemacht. Die haben halt das Unterholz abgefackelt, um da Bauland draus zu machen oder so. Nein, das weißt du? Das sind alte Traditionen. Die betrieben haben bei den Aborigines, oder? Nein, das waren die Aborigines. Ja, die selbst, Natur zerstört haben... damit. Die Tiere nie wiederkommen. Nein, natürlich haben die das. Nein, die haben so das, um Farmland zu machen, haben die das gemacht. Haben wir gleich eine erste Frage. Was haben die Aborigines wirklich gemacht? Die haben das Unterholz abgefackelt, um Farmland draus zu machen, damit sie, anbauen konnten. Was sehr klug ist, weil. Die ja vorher alle Riesenvögel getötet haben. Das habe ich letztens irgendwo in der Dokumentation gesehen. Da gab es ja, früher gab es ja so diese Riesenvögel. Nee. Weißt du?
So wie Straußens, nur in größer. Straußens. Sträußchen. Das wollte ich ja alles klar ebenmäßig machen. Jetzt habe ich alles ebenmäßig gemacht. Und jetzt, oh nee, stimmt gar nicht. Hier ist noch. Ja, ich stelle die Wände mal ein bisschen auseinander. Ne? Ach, jetzt willst du deine Seite nicht mehr da haben. Achso, ich habe erstmal für uns so gedacht, dass wir hier uns hier so ein... Du machst Blödsinn und dann willst du auch noch in meinem Haus schlafen. Oh, mein Bett steht drin. Ich schlaf links. Ja, oben habe ich jetzt nicht gebaut. Hier, der letzte Baumstamm fackelt noch. Oh, die Bäume sind schon... Schon dicht. Jetzt habe ich natürlich... Also ich habe... Kein Holz. Ich habe Holz, was ich hier rausschmeiße. Moment. Das ist natürlich nicht alles. Ich bin ja nicht. Hier so. Zack. Das ist ja Hälfte. Hälfte ist gut. Im Häuschen. So, jetzt muss. Da hast du was hingelunzt. Hingelunzt. Ich glaube, ich baue hier erstmal so eine kleine Dreckbarriere, weil ich habe echt Angst. Jetzt beginnt die Zeit, wo ich echt Angst habe. Oh. Ich hab dir mal so Dreck hingeworfen. Damit kann ich mich identifizieren. Das. Mit Dreck. Mit Dreck. So, dass wir ja erstmal grundsätzlich geschützt sind von den ganzen Stinkeleuten. Und hinter uns? Oh, warte, ich mach mal hier den. Ja, es wird langsam ein bisschen müßig. Moment. Hier so, zack. Sehr viel mehr habe ich aber auch gar nicht mehr. Also dann hört es auch schon bald wieder auf. Ah, hier, der Baum ist schon kaputt. Der ist schon alt und marode, der muss jetzt weg. Oh! Ich habe dir eine Axt gegeben, was tust du da? Drücken. Das ist ja gar nicht das Inventar. So, Pilz kommt weg. So, zack. Oh, so, weiter hoch geht nicht. Oh nein! Das ist ein Creeper. Siehst du, von deiner Seite kommt nur Scheiße. Da kommt... Was war's? Da ist extra Feuer. Da kommt Feuer und oh, ein Creeper. Oh, Waldbrand. Da ist ein Zombie auf deiner Seite. Ist auch nicht viel besser. Doch, ich sehe ihn doch. Guck, da ist er. Hier. Zack. Düdüm. Das ist nicht laut. Oh nein. Wo ist er denn jetzt? So, oh, da ist er. Oh. Zombie! Oh, er hat mich gehauen. Nein, ich schieße mit meinem Bogen. Nein! Warum geht es nicht? Oh. Du musst so, du musst ziehen, weißt du? Du musst sehen, so. Dann habe ich es verkackt. Gedrückt halten. Oh, ein Schaf. Was? Ist nein, nackt. Ist gar nicht. Nein, es ist nicht nackt. Hallo Schaf. Schnapp, schnapp. Oh, das ist jetzt unser Hausschaf. Warte, ich muss es einschließen. Ich schieb's rein. Wo ist es denn? Ich schieb's rein. Schnell. Es muss höher sein. Es muss so nicht, Mrs. Schaf. Komm doch mal rein, mach doch mal hier zu. Ja. Dann können wir eine Runde schlafen. Komm doch erstmal rein, bevor du machst. So, ah, ist hier doch schon eine schöne kleine Dreckwurst. Haben wir doch schon mal was geleistet für heute Abend. Du musst dann noch mehr zumachen. Dann hüpfen doch Zombies rüber. Ich hab Holz. Hast du jetzt keinen Dreck mehr? Das geht auch. Wo stehst du links? Ja, ich bin mehr so der Linksschläfer. Stehen noch Blumen auf dein Grab. Hey, was machst du da? Ich sehe das genau. Du stehst an meinem Bettende und du guckst hier, dümmlich. Hier, Blumen bestreut. Jetzt kann ich schlafen gehen. Das Schaf läuft auf mir rum. Ratzpü. Schafe nee, haben im Bett nichts zu suchen. Stinken. Ach, hast du eigentlich mitbekommen, dass wir eine neue Kitty haben? Ja, das habe ich ja. Wie war noch der Name, den du gerne hättest? Sie heißt jetzt, sie hat jetzt sogar noch einen Vornamen. So? Sie hat einen japanischen Vornamen, Kyoko Kritzelkratz. Ja, weil es gibt schön. Also ich fand's schön. Also ich mag Kritzelkratz trotzdem lieber, aber was? Ich wollte gerade zu mir rüberlaufen, aber das ja, ist eher schlecht sieht da sehr grünlich aus drüben. Da stehen zwei Stück. Also ich weiß ja nicht. Drei! Da stehen drei Stück. Ich lenke mal die Aufmerksamkeit auf mich.
Hallo, was? Dann, du wirst dann mich in die Luft gejagt. Das ist weggelaufen. Das Moment. War jetzt dumm. Wie? Toll, hab ich gar nicht getroffen. Das ist gar kein Pfeil geflogen. Doch, oh Gott, ich habe ein Todesleck. Jetzt aber das ist dem irgendwie egal. Ja, der ist jetzt festgenagelt. In der Wand fest. Nee. Weißt du, was ich mache? Ich laufe jetzt schnell zu unserem Boot. Ja, du weißt doch, wo wir angekommen sind. Da haben wir ja noch die Rüstungskiste. Und da hole ich uns jetzt ein bisschen was an Rüstung. Hier sind ganz viele Spinnen im Wald. Mal einen Moment hin, ne? Und dann ist hier alles voll mit Scheiße. Nur weil du diese hässliche Seite haben wolltest. Was denn? Das war nur, weil da das noch brannte wahrscheinlich, ne? So scharf, bleibt da drin. Boah, das ist echt weit. Wir hätten den Weg vielleicht auch markieren sollen. Ich kenne den auswendig. Ich bin da schon so oft jetzt gelaufen in den letzten Jahren, wo wir hier schon leben. Naja, wenn du das sagst, dann... Ich nehme schon wieder die Schaufel. Alter, das ist ja langsam nicht. So? So, ich durchs Dorf bin ich schon. Oh nein, Spinnen. Ich laufe noch ein bisschen. Aber die Spinnen machen nichts, sagst du aber. Die sind lieb, mit denen kannst du kuscheln. Das weiß ich alles immer nicht so. Jo. Ja, dafür hast du ja mich. Ich bin ja die Muskeln, du bist das Gehirn. Der Muskel ist das Gehirn. Und Alter, die Muskeln, nein, weil kommt. Der Muskel weiß Bescheid. Alter, die Spinne hat mich angegriffen! Da! Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich bin woanders. Die eine ist wirklich eiskalt auf mich zugelaufen. So, ich bin am Schiff. Möchtest du irgendwas? Möchtest du ein Schwert? Möchtest du eine Hose? Ja, du läufst ja auch so zerlumpt rum. Ich glaube, wir sollten uns was anziehen. Sonst sind die Bewohner auch irgendwann verärgert, dass wir so zerlumpt immer rumlaufen.